Ben Braun hat gerade im Video, in seinem aktuellen Video gesagt, dass er momentan lieber Vlogs mag, wo Leute mit ihrer Familie oder ihren Freunden abhängen und chillen und so. Und dann kam mir so der Gedanke, weil er fragte, was denn die Zuschauer sehen wollen, dann kam mir so der Gedanke, dass man immer das gerne sieht, was man selbst gerade gerne hätte. Also, weil er gerade so viel unterwegs ist, aber lieber mal ein paar Tage mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen würde, sieht er das gerne. War nur so ein Gedanke. Ich weiß nicht, was ich zuletzt aufgenommen habe, aber ich glaube, und das ist bitter, dass es das Gassi-Gehen war. Also wie ich mit Cookie am Strand war. Ich glaube, danach habe ich nichts mehr aufgenommen, aber danach ist auch nichts mehr passiert. Ich habe das Vlog von gestern geschnitten und habe einen Blogartikel geschrieben, der mir sehr wichtig war. Erst wollte ich nur so ein paar Zeilen schreiben und dann plötzlich ist es zu so einem Artikel geworden, der so nicht geplant war, aber der mir echt wichtig jetzt ist, weil da eine ganze Menge drin steht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den lesen würdet. Ich verlinke den auf jeden Fall unten in der Beschreibung zum Artikel. Und ja, hinten
am Ende dieses Vlogs hier. Normalerweise mache ich ja hinten jetzt immer so ein Outtake ran oder so. Genau, hinten am Ende von diesem Vlog kommt ein Ausschnitt aus einer Fernsehsendung ran, in der ich als Gast war. Aber das seht ihr auch in dem Artikel. Ich zeige euch das mal kurz hier. Ja, das ist der Artikel. Würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr den lesen würdet, und noch besser wäre, wenn ihr den auch teilen würdet. Aber ihr müsst den nur teilen, wenn euch die Idee gefällt, wenn ihr das spannend findet oder wenn ihr mich da unterstützen wollt. Aber das wäre auf jeden Fall sehr cool. Und geht einfach auf timo.com, Link ist auch nochmal unten, und dann schaut euch das an und liest es durch. Und ansonsten, bevor ich mir jetzt noch hier irgendwas aus die Nase sauge, weil ich nichts aufgenommen habe heute, beenden wir diese Vlog an dieser Stelle. Ich habe nicht mal Tag gesagt, oder? Kann es sein, dass ich nicht Tag gesagt habe? Tag. Heute ist Dienstag, der 15. März 2016. Und ich habe nichts aufgenommen für dieses Vlog. Naja, wie auch immer. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. So eine Spielereien kann man nur machen, wenn draußen wärmer ist. Weil natürlich ist die Kamera jetzt beschlagen. Und ihr seht, dass ich die Kamera draußen hatte und die mich nicht hier erwartet hat. Unser erster Gast ist da, Mario. Hallo, herzlich willkommen. Deine Seite, Thema.com, ich wusste nicht, ob das so aussieht. Wie findest du das aus? Ja. Thema.com. Wo du ja auch, das heißt ja auch Videoblog, eine Küchenbühne. Warum heißt das Küchenbühne? Ja, ich habe irgendwann damit angefangen aufzuschreiben, was man so als Koch erlebt von den Gästen her und so. Und dann kommt man sich manchmal schon vor wie so eine kleine Uhr, die für alles benutzt wird, da hinten in der Küche. Und was man da manchmal kochen muss, das tut manchmal weh. Kriegt man als Koch so viel von den Gästen mit? Ich dachte immer. Nicht in allen Restaurants oder Hotels, aber in einigen schon. Und unter anderem war ich hier in Berlin in einem Fischrestaurant. Und da hat man schon ganz lange mitbekommen, weil man eine offene Küche hatte. Ah, okay. Wo kommst du denn jetzt an? Momentan bin ich in Wiesbaden mit großen 4-Sterne-Hotel. Fischrestaurant, da haben wir uns dann wahrscheinlich nie gesehen. Ich bin kein großer Fischesser. Aber du machst auf deinem Blog immer Videos. Genau. Und Wir haben Zwiebeln, ein Spiegel.